Unter welcher Einstellung oder bei welcher Einstellung ist das mit dem Bajonett zustechen? Infanterie. Melee. Wenn du auf Englisch machst. Ey, ich wollte das fahren! Aber überlebe. Hä? Wie bin ich gestorben? Weil du hier nicht überfahren werden kannst. Oh. Naja. Hey, also ich weiß, wenn man langsam fährt, überfahren werden kann, wenn man ganz, ganz schnell fährt. Nein. Also du kannst überfahren werden, wenn du stirbst, oder? Genau. Das ist wunderbar, Junge. Das glaube ich. Auf meiner toten Leiche, da ist der Greyhound. Siehst du mich? Sarisko! Was? Ja, ich spreche mit dir, Keule. Auf meiner Leiche ist der Greyhound. Okay. Siehst du mich? Östlich von der Factory? Alles gut. Alles klar, dann markieren wir sehr gut. Hast du fein gemacht. Ich weiß, danke schön. Hallo Freunde. Moin. Das wird doch wirklich mehr nicht fehlen. Ich glaube eher, dass es ein Timeless. Ah, Entschuldigung, Friendly Fire, tut mir leid, ich dachte, du bist ein Gegner. Ja, MSP wurde vernichtet, so wie es aussieht. So, kommt ihr auf den Punkt drauf? So langsam werden wieder mehr.
Chef, du kannst gleich ein Rally setzen, wenn du da vorne nicht in der Capsule bist. Ja, kann ich machen. Greyhound ist unten am Ufer bei mir. Ich weiß schon. Das kann nur Nester gewesen sein. Nein, das wäre Werolf. Reicht doch schon. Ich habe extra daneben geschossen. Komm rein. Ich hab das an das an, an der Kugel habe ich gemerkt, dass du das gewesen bist. Genau, konnte ich lesen. Kommen die bitte mal alle auf den Bunker. Ja. Ich nehme dich mit. Ja, die kam auf den... Oh, hab mich. Werwolf, der kurz vor oben. Ich fahr mal die Einwand. Oh mein Gott! Ja. Das war eine Panzergranate gefressen. Ja. Ich hab eine Panzergranate! Ja, die nächste trifft. So, in die Einfahrt. Ich bin mal am Punkt. Das war Spaß. Ich fall dir, denke ich mir, was? Komm mal auf den Punkt. Ich fürchte, unser Rallye macht es nicht mehr lange. Ist aber ein guter Way. Wir haben noch 70 Minuten, das kriegen wir locker hin. Darum geht's nicht, nur dass halt gerade ein bisschen immer noch ungerecht ist und ja, neue Runde wäre besser. Ja gut, da war ich nicht da. Was soll denn ohne sein? Ja, gut, ja, ich erinnere mich. Ich war auf der anderen Seite. Es war eine schöne Runde für mich. Mir sehr gefallen. Wenn du gleich spawnst, Chef, denk dran, Rally verlängern. Wir müssen um jeden Preis die Kübelwagen wieder haben. Wie bei diesem Event.
Oh nee. Ah. Wieso muss ich immer versuchen, jemanden Bajonett zu töten? Wie sollte man das Bajonett verbieten? Ich die letzten 8 Kills bekommen. Welly heißt. Ja, okay. Wunderbar. Pass auf, der nördliche M3 wird beschossen. Richtung, wo du den Rally Point aufgebaut hast. Nessa, da ist irgendwie. MSP ist jetzt gleich. Oh. Okay, steht da irgendwie ein Fahrzeug? Ja, Feindfahrzeug, ja? Jo, Grand Canyon. Ja, südlich vom Punkt Feindfahrzeug. Dich krieg ich nicht mehr. Den Panzer. Ja. Panzerbeschuss und ich Beschuss. Bleib liegen, ich hol dich hoch. Das passt schon. Jo. Jetzt ist nur noch ein Welly wieder weg. Oh, er ist stirbt. Nun, wie bist du da immer noch am Leben? Du bist bestimmt der Einzige, der gerade kennt. Oh, schade. Jetzt wollen wir bei der östlichen Pop. Du willst doch bloß, dass ich sterbe. Ey, guck mal, was sie machen lässt. Ja. Bei mir. Ah. Ja, jetzt wohl nicht mehr hupend. Ich verstehe noch echt keinen Spaß. Na gut, ich bin mal ernst.
Leider nein. Nix, ihr seid ja hier. Kopf runter. Angriff. Perfekt. Was seid ihr für Pussys? Laufen, nicht kriechen. Ich hole euch. Ich werf Nebel. Aha. Ups, das war Aua. Knapp. Hey, wer Rolf? Luke, Flackerwart, komm mal hier rein. Ja, ich versuch's. Mir auch. Bleib liegen. Ich bin leider, ich geh den jetzt holen. Ich kann's mich fahren. Ich heil dich, ich heil dich. Von der Kreuzung ungefähr, ne? Bleib liegen. Dankeschön. Bleib liegen. Aber was habt ihr davon, dass ihr nicht schnell seid? Naja, Scherz. Kann das möglich sein, dass er sogar unser Panzer war? Versucht reinzukriechen. Ich glaube, ich sehe ihn. Ups, versucht doch nicht. Bleib lieber draußen. Nee, das ist Feindpanzer. Ich hab ihn gerade gesehen. Sie hochhalten, nicht reinkriechen, der schießt ja die ganze Zeit hin. So, ich gehe jetzt rein, ich gehe jetzt rein. Ist gleich neutralisiert. Sehr schön. Da auf dem Infanterie-Marker sind übelst viele Leute. Also auf einem Haufen. Vielleicht lieber hier bin. Ah, der Cap geht wieder zurück. Auch der Funke. Ich hasse so Lagerhallen. What the fuck? Was ist gerade im Chat los? Du Kleinscheiß 2H, da geh dich aufhängen. Junge, warum steht da Drecks Panzer und schießt da die ganze Zeit rein? Lass einen Lappen. Wir haben jetzt Egon. Dann musst du warten bis zur nächsten Runde, um dich zu rächen.
Warum so sicher? Warte, wir sind ja die Deutschen. Mist. Dachte, wir wären Briten. Oh. Uff. Wir haben doch nicht gewonnen. Kannst du doch noch rechnen. Rechnen. Der Greyhound fährt jetzt einmal rum hier, um den Salat. Ja, lass mal sammeln und dann zusammen in den Punkt reinlaufen. Hier ist immer so fest, so wie Tropfen auf dem heißen Stein wirken. Dann notiere ich nochmal einen mobilen Spawnpoint auf der Map. Warte, nochmal der eine. Sorry. Ne, ich meine schon dich mit irgendwas. Der mobile Spawnpoint ist, des Gegners ist in D6 unten, neben der Straße, dort in der Nähe der Kreuzung. Also nordwestlich von mir. Gut markiert oder nicht so gut markiert? Jo. Mehr westlich. Mehr westlich? Ich muss kurz was trinken, ich habe keine Ausdauer. Bei der Kreuzung. Ey, da ist einer, wo ist der? Rolf? Ich hab dich gerade in die Richtung, sorry. Weil hier ist nämlich ein Feind und ich kann mir nach Tirene laufen. Steht der Greyhound da immer noch westlich? Östlich? Ja. Gut. Gleich, ich bin gerade down. Commander, kannst du mich hören? Jo. Könntest du bitte einmal Rauch schmeißen? Ich setze dir einen Punkt. Mach ich.
Ich hab dir einen Bund gesetzt. Kannst du da Smoke draufhauen? Ja, komm. Aber im groß, großflächig bitte. Schön verteilen. Verstanden. Unterwegs. Jupp. Hallo? Wollen wir wieder so aufräumen wie gestern? Commander, wie lange brauchst du noch, um nochmal Rauch zu schmeißen? Das ist jetzt mal wieder soweit. Du kannst auch mal Artillerie. Okay, warte, wir machen nochmal eben Nebel. Der Panzer steht noch immer, oder? Da kann ich was draufschmeißen. Ach, warte, so, der ist gerade dran. Ganz kurz, schreiben wir auf die Fortmarkierung Stuka drauf, dankeschön. Wenn du schon dabei. Der Panzer ist zerstört im Osten. Ich hab nochmal einen neuen Zugmarker gesetzt. Könntest du da nochmal was runterkommen lassen? Ich hatte vorher die Anzeige nicht gesehen, es dauert doch noch ein bisschen, warte mal. Es war verdeckt. 4 Minuten 15. Was ist denn das? Petzerstuck? Aber ich fahr jetzt eine Munitionskiste vor. Ui. Kommt die Stuka, kommt sie nicht? Die kommt. So, da wo jetzt die Markierung ist, ne?
Könntest du nochmal eine Messerschmidt über drüber schicken, aus Südosten kommt? Point of Interest 27. Wie war das? Ich hab's jetzt nicht gehört. Ja, schick mal bitte eine Messerschmiede auf Point of Interest 27 von Südosten kommt. Verstanden. Moin moin, was für ein Panzer habt ihr? Wie lange brauchst du noch für Rauch? Eine oder zwei Minuten? Ja. Eineinhalb Minuten. Ich laufe dann mal zu euch. BF ist auch unterwegs. Danke. Jo. Normale Abwehr auch bereit. Also, nützt wahrscheinlich nichts, ne, wenn die alle in den Gebäuden sitzen. Was ist weit? Arki, normale Arki. Hau drauf auf 27, die sitzen auf den Dächern. Hau ruhig durch die Mörser drauf. Na, die Artillerie. Wo genau? Jo, bitte nicht reinrennen, ne? Jetzt bin ich wieder bent. Ja, verstanden. Der kaputte hier vorne? Also abwarten und Tee trinken und dann... Der brennt, ja. Bin so gut wie bei euch. Ich glaube, wir werden mit der Artillerie beschossen. Bei uns auf ca. 1 Uhr ist gegnerische Infanterie. Commander, wie sieht's aus mit Smoke? Läuft gerade Gravity Wild. Ja, dann. Ich geb dir mal einen Bolt vor. Ja, das ist Anti-Tank. Smoke Mark habe ich gesetzt. Smoke ist unterwegs. Super. Halt. Stückchen nach links. Wieder Antifantrie. Beziehungsweise Antitank auf 1 Uhr. Eigene. Mir gab extrem viele blaue Marker da vorne. Auf 12 Uhr ist der Tank angetankt.
möglich. Jedenfalls kannst du auch steigen, eben nachschauen. Ah, es hat gut geknallt. Das Gute, ich bin eine Sekunde vorher ausgestiegen, hab den Anti-Tank-Typ hier geholt. Dann haben wir nicht vernünftigen Panzer. Das wäre mal gut, ja. Wir haben wieder einen feindlichen Schneepanzer hier auf Marker. Ja, du darfst nicht alleine. Du darfst nicht alleine, sonst bin ich dich hier. Ja, ein Truppenpanzer fährt hier auch herum. Ja, aber allein im Fahrzeug. Ja, aber die bannen dich. Also die hatten uns hier, die bannen dich dafür. Ah, ich kann's. Was habe ich für eine Rolle abgekriegt? Ah, dafür brauchst du mich. Das ist ja mal wieder typisch. Für immer zusammen. Wir können ja gemeinsam was jagen. Wir sind so wie Hyänen. Ah. Boah, mit Schwein. Ja. Autsch. Führung. Ich dachte nicht, komm mit wieder. Jetzt eh schon zu Ende für uns. Wir sind doch eh schon geworden. 16 Minuten. Was war's denn? Fährst du mir einfach auf oder was? Wenn du hier einfach bremst, ist das kein Wunder. Ja, da war die. Ein Reh. Ja, das ist hier einfach so über die Fahrbahn gehoppt. Ihr seid ein Penner. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder da. Jetzt geflippt. Ja, wir sind jetzt ja. Arbeit. Ich glaube, wir haben sie abgehängt.
Wir werden die Ersten sein, haha. Irgendwie bewege ich immer noch nicht. Na, wir machen fort. Ja, die holen uns schon ein, die sind eh schneller als wir. Na. Wir sind fitter. Und haben nicht viel mehr auf der Haube. So, komm, dann schauen wir mal. Commander, kannst du mich hören? Willst du noch mal gleich Artillerie auf den Capboard werfen? Ja, kick mich gleich an. Jo. Wir haben ein G nur gebaut, ansonsten haben wir nur die Fobs umgesetzt und ab und zu mal auf Wunsch mit einem Mörser geschossen. Im Moment sind wir im Erdkampf beschäftigt. Wenn ihr was haben möchtet, können wir es organisieren. Wir machen es jetzt so, wir setzen den Panzer jetzt auf unser anderes Fahrzeug. Ben Carrier, direkt voraus. Das ist ein Brenner, ja, oder nicht? Ja. Attacke, Jungs! Ich weiß auch nicht, Artillerie, Der Panzer oben, der müsste mal weg vorher. Ich panne nicht. Der ist an der Panzer da im Norden. Ja, wir haben noch zwei Tanks hier, oder nicht? Das waren Artiller. Ja, die fahren im Süden herum und einer ist schon weg. Pretty interesting. Hallo! War halt unlucky, Neo wurde von dem scheiß BIN-MG weggeschossen. Gernhard, ich krieg dich! Ich rette dich! Ah. Man selbst. Ja, und vorher wurde Neo vom Brand Carrier noch an eine Schützkante. Oh, hier für. Ach Quatsch, Entschuldigung. Hier ist Squad 5. Wir haben drei Mann. Sollen wir irgendwelche Aufträge ausführen? Ding hat für uns zu tun. Wie gesagt, halt nur drei Leute. In den Cap rein würde ich vorschlagen. Zeit läuft langsam ab. Also ich habe überlebt, genau. Ja. Ja. 10 Minuten. Ja, weil wir den Damage gefangen haben. Wir opfern uns für den Kommandanten. Also wenn ihr wollt, kann natürlich meine Art jetzt da raufwerfen, direkt auf den Punkt. Oder quasi das ins Wände rein. Ja, okay, aber genau auf den Punkt dann direkt. Dann ziehe ich jetzt meine Leute eben zurück zum Recall. Ja, man koordiniert das gemeinsam und greift dann gemeinsam an. Immer am besten erst Artillerie und dann Smoke drauf. Ja, und markiert mir die Infanterie bitte in den Gebäuden, da hau ich dann noch eine Stück rauf. Das ist die Mobile. Und was mit dem Panzer im Norden ist halt, ne? Das wäre interessant dann. Diskriminiert, dass du nicht rausgeschossen wurdest. Moment. Ich wurde hier rausgeschossen. Achso. Also, Kompanie ist auch noch sehr dicht dran. Okay, dann wird die Punkt 3-9 ist Infanterie auf jeden Fall.
und hau dann die AT auf für den Cappoint drauf direkt und den Smoke hinterher. Ja, doch, muss ein bisschen weiter zurück noch. Also ich wette, bevor wir jetzt ins Einsatzgebiet kommen, ist die Runde vorbei. So lange kann ich noch was aufessen. Kannst du mal dem sagen, er soll ein bisschen da weggehen? Ja. Ja. Hüsken, Hüsken. Was ist mit Hüsken? Der hat zu dich dran. Hüsken, zieh dich mal ein Stück rück. Ah, er ist down, hau drauf. Kannst draufhauen. Ah, die Abwartangriff, ne? Ja, und danach Smoke. An den Platoon Lead. Können wir auf rechts, die rechts, auf 3 Uhr jetzt gleich. Wie? Was? Auf die Position C6, 2, 4. Stuka drauf. Steht eine MSP. Mach ich. Bitte weg von da. Nobi! Nein, ich hatte den Attila vor uns rausgeschossen. Der stand vor uns. Der ist aufgestiegen. Der Typ drin ist kein Problem. Also der vor uns hatte eine Biat. Kann der Third Ista weggehen von der FOP? Hab ich gesagt, geht sofort weg. Also ich bin auch tot. Geschieht dir recht. Du hast uns vorne geflippt. Wenn ihr es nicht hinkriegt, fahren. Du hast uns alle überlegt. Habe Audiokontakt zu gegnerischem Panzer. Ja, dann hast du doch gesehen im Rückspiel. Aber wir haben taktisch gehupt. So, und jetzt mal alle rein, ne? Dabei. Hupen gehört. Alles klar. Gegnerischen Panzer markiert ist ein Churchill. Habt ihr so doch Marker ist akkurat. Nee. Das war ja das Hupen. Er kann euch bloß hier ran. Außer der Gold, wie wäre es, wenn die deutsche Lotte nicht durch die britische Mainbase fährt? Also, das ist ein dass irgendein Lodgy von uns wohl durch die feindliche Mainbase durchdonnert. Muss man aber nicht. Nee. Bisschen Spaß muss sein. Also drehen wir jetzt mal kurz um 90 Grad und gucken, was passiert. Leute sollen bitte alle reingehen ins Camp. Es gucken hier immer außen so viele Leute herum. Und wir haben noch 5 Minuten aber noch. Markieren was geht und pushen was geht, Granaten raushauen was geht. Sind da draußen unterwegs, weit weg vom Camp. So, wir recappen jetzt. Ah, der hat doch nicht das.
Das war. Man hat es doch voll angelegt gerade. Das ist aber nicht unsere Position, ne? Das ist ein bisschen im Gras. Wir waren auf der Straße. So, Auftrag erledigt, ab in der Heimat. Dafür fährst du in die falsche Richtung. Was ist, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich den Panzer neu gekapert habe und eigentlich ein Brite bin? Oh, daraus ist abgeschossen. Möglich? Maximale Verwirrung. Das ist der Grund, warum die Briten so hart auf die Fresse kriegen. Ich verstehe. GG. Ich hab ihn gerade noch. GG. Alter Schwede. Wir haben gewonnen. Easy Game. Juhu. Hauptsache positive Stats. GG. Hauptsache positive Stats. Oh wow, ich war der Top-Player dieser Runde. Ich hab die meisten getötet. Bravo an mich. Wie schön. Oh toll. Nein. Oh, ein Töter. Geil. Immer diese Stream-Sniper. Du hast nicht die meisten getötet. Du bist nur am häufigsten gestorben. Moin. Ja. Oh. Schön. Ich habe einen mehr. Hallo. Moin, moin. Guten Tag. Hast du da Lust drauf? Ich frage dich so mit einem Anfänger, also ich habe noch nie die Logistik gemacht. Möchtest du es mir erklären oder lieber nicht so? Na dann. Kommt die erste Frage, also was soll ich denn spawnen? Ja, also ja, okay. Alles klar. Also ich habe mit PostScriptum generell noch nicht viel Erfahrung, aber ich habe ab und zu mal ein bisschen Squad gespielt. Also ein bisschen geht. Moin. Guten Tag. Druck darf man nämlich zu machen, oder? Weil Kumpel von mir auch noch kommen würde. Ja.
Straße ist ein Panzer, aufpassen, German. Ja, dann müsst ihr mit euren Anti-Tanks da ran. Wir haben keine Panzer auf unserer Seite, außer den 222. Panzermarker ist akkurat. Sehr gerne. Teamkills krieg. Ja, ich fahr nochmal los. Ja, ja, kein Problem. So, Farben. Okay. Oh, ja. Ja. Okay, habe ich, ja. Ganz oben steht 40 Divisions. Ja. 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 So. Ja, passt. Okay. Okay. Ist der feindliche Firefly noch aktiv oder der Schirm? Auf der Hauptstraße ist der. Richtung Norden. Danke, verstanden.
Ja, also. Gilt der Befehl noch mit dem nach vorne fahren? Alles klar. Ich wollte jetzt halt erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und wenn es mir gefällt, dann hatte ich auch überlegt, das halt in einem Clan zu machen oder so. Mal gucken erstmal. Okay. Also, ich schau's mir gerne mal an. Also, wir haben im Punkt Gegner. Ja. 33 ungefähr. Hast du ihn weggemacht? Also, okay, dann ich. Okay, ich guck. Wo war denn der? Der Panzer pusht wieder auf der Hauptstraße vor. Hat auch rausgeschafft, bevor die Artillerie kam. Ja, bei mir steht's auf Englisch Weapons. Ja, alles gut, aber also so finde ich, ist das gar nicht schlecht. Ist halt, also die Grundlagen, die liegen mir, ne? Das ist nicht das Thema, nur ich wusste jetzt halt zum Beispiel nicht, wie man irgendwie was baut oder wie man es halt effektiv baut. Weil nicht, dass ich dann jetzt irgendwie Logistik mache und dann hier den kompletten Blödsinn verzapfe und wir dadurch das Spiel verlieren, das ist ja Unsinn. Ignoriert die Panzermarkierung, das war Infanterie, Verzeihung. Ja, wir haben ja direkt einen Schirm bei mir auf meiner Position. Oh, war das genau. Richtig. Okay. Ja, ich wollte mir halt generell mal was anderes angucken. Also bisher habe ich immer nur... 222 ist down. Der Schirm ist aktiv, direkt an der Marker. Super mit klar, weil dieses Einschusssystem, ich verfehle mich da schon noch ziemlich oft. Aber es wird besser. Ja, genau. Ja, es sind bei mir auch eher Glückstreffer. Was ich für mich herausgefunden habe, was mir echt gut gefällt, ist MG-Druck. Da habe ich Spaß dran. Da bin ich auch ordentlich, also da kann ich auch endlich mal sein Ziel.
Okay, warum? Ja, man könnte es sich ja mal angucken, so wie ich. Mach ich das nächste Mal mal. Also, ich weiß nicht, bis wie viel Uhr ist hier ordentlich was los auf dem Server am Wochenende. Das ist gut, weil ich hab's ja immer nur innerhalb der Woche gesehen. Panzer ist im Norden weit entfernt, belästigt uns nicht mehr. Ich will gar nicht mehr gucken, um mit Deutschen zu spielen auch. Ja, geil. Da habe ich Spaß dran. Kommt der Gegner denn mit sowas zum Beispiel kaputt? Ah, okay. Also nur ein brachialer Gewalt. Beschuss. Feind vor Modell. Jo. Der feindliche Schirm, wo befindet er sich aktuell? Wir haben jetzt einen Tiger übernommen. So. Vielleicht bei dem im Spawn und repariert. Ich mich noch unterhalten mit dem Kumpel, der jetzt noch. Er kommt anscheinend jetzt wieder raus. Ah, okay. Aber alles gut. Ja, hab ihn. Er hat mich von der anderen Seite geguckt. Panzer zerstört. Ja, du musst mir nur sagen, was ich tun soll, dann bin ich bereit, sag ich mal. Guten Tag. Das ist der beste Kumpel. Ich mach einfach mal mit.
soll aus zum Beispiel auch sowas wie ein MG oder so, weil, keine Ahnung. Okay. Na dann, ich baue mal. Unser Artillerieschlag oder feindlich? 300 Grad Westen, Cromwell-Panzer. Kannst du den Einmann-Panzer bitte darauf hinweisen, dass da vorne eine Mine liegt? Ich glaube nicht, dass er das sonst krallt. Wo befindet sich der Cromwell? Ich glaube auch nicht, dass er auch nicht hören wird. Das wird wohl mein erster Teamkill. Können wir noch mal einmal Munition nach vorne kriegen oder Ressourcen, dass wir Munition setzen können? Mach du das mal besser gleich. Ich. Ob du das jetzt machst, ist mir auch egal. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer gemeint war. Ja. Auf der Rücktour mehr Sachen holen. Alles klar. Wir haben gegnerische Infanterie nördlich vom Punkt. Ja, alles gut. Soll ich nicht lieber schon mal Hehlsumpe liefern? Das schafft ihr doch zu dritt zu bauen, oder nicht? Alles klar. Achtung, wir haben bereits hinterm Punkt Gegner. Die sind rechts von Abel auf der anderen Straßenseite. Ja, verstanden, wir gucken es an. Achso, ja. Wenn ich was bauen will, wie kann ich das denn abbrechen wieder? Jetzt habe ich das hier überall. Rechts, mit rechts abbauen. Feinde kommen von Süden rein. Die Feinde kommen jetzt rein, die haben gut gesmoked.
Polizei, können Sie Sanitäter zu uns rüber schicken? Zurück. Alles klar. Denk an die Mine. Der Firefly ist markiert westlich unserer Position. Wollen hier, also Jan heißt er, ich weiß jetzt nicht, wie er sonst heißt, wollen wir vielleicht schon mal die Straße absichern, dass wenn die da kommen, dass wir da schon mal ein MG-Nest und so hinsetzen und einen Bunker halt? Okay, Hansemann? Squad 7, was machst du da? Squad 7? Der Panzer ist ein bisschen stecken geblieben. Ja. Danke. Oh, Nobi, fahr dir jetzt eine Fahrt. Oh, pass auf, dann explodiert hier. Du meinst, deswegen hast du den Fahrzeug zum Raum gefahren? Feindinfanterie an der Straße, wir wurden gerade erwischt bei unserem Rallye. Okay, noch. Infanterie im Punkt. Wo ist die Infanterie im Punkt? Im südlichen Bereich. Ich markiere. In der Nähe der Marke. Meine ich, der Schwertank wurde stört? Ich höre die feindlichen Mörser ploppen südlich. Soll ich mir das angucken? Kannst du machen. Also ich kann auch ein bisschen mörsern, wenn ich nötig wird. Ich habe da so eine tolle App auf dem Handy. Ja, mörsern, Verteidigung, das passt immer nicht so. Echt nicht? Nein, der Feind ist so gut. Wenn irgendwo mörsert, greift sie von woanders an. Ja gut, das habe ich eigentlich. Look out, infantry in the air. Ich kenne viele, die das machen wollen, aber das ist genauso wie eine Funk hier einpanzern. Das ist auch Quatsch. Ich brauche mal architektonische Hilfe. Südlich vom Punkt, Feindinfanteriekontakt. Ich
Ich vermute beim Unknown Marker ein gegnerisches MSP. Ist 85, haben wir mehr Gegner. Richtung 89, Gegner, Schuss gut. Ja? Wiederholen bitte. Momentan nicht. Könnte aber gleich weit sein. Feindinfanterie hat sich schon bis zum Infantrager durchgeschlagen. Da hatten wir letztens Kontakt, haben sie unseren Rally vernichtet. Ja, verstanden. Logi, hört ihr mich? Sehr gut. Könntet ihr vielleicht eine Repair Station irgendwo im Westen bauen? Irgendwo bei Hotel Switzerland? Hier sind. Dann ein wenig zurückgezogen bei Hilsum vielleicht. Okay, die Mörserstellung ist bei M. Danke. Okay, wir kriegen von Süden massiv Druck auf der Wilhelmina Park, Achtung. Soll ich hier noch irgendwie Antipersonenminen verteilen? Kann man die markieren oder nicht so? Gottlieb, Mörserstellung M1221. M1221, Mörserstellung, 3 Mörser, keine FOP. Über Point of Interest 35 kommt ein ganzes Squad rein, Leute. Gibt es eigentlich noch Ressourcen oder wie sieht's aus? Ja, 3. Ja. Wo kriegen wir die her? Kommt da irgendwie Ari auf die Mörser oder sollen die da weiter feuern? Wurde hier eigentlich eine FOB irgendwo drin gesetzt? Weil dann kriegen wir 2 Bunker gratis, wenn wir eine FOB bauen. Wir sind Verteidiger, wir können keine FOBs bauen. Oh, schade. Wir haben starken Feindkontakt. Ja, okay, was westlich vom Punkt, südwestlich. Sollen wir jetzt warten oder wie sieht's aus? Was war? Oh, wir haben gar keinen Commander, dann kann ich ja auch für Artillerie lange warten. Ja. Ich vermute bei unbekannten Marker in der Nähe des Spawnpunkt. Habt
ihr überhaupt noch einen aktiven feindlichen Panzer irgendwo rumfahren? Okay. Attacke. Hier bitte. Ja, verstanden. Ja. Squadlead 5, kann es sein, dass in der Nähe von dir Infanterie ist? Okay. Da wir eben unser Rally. Nochmal eine Frage: Habt ihr jetzt irgendwo noch einen feindlichen Panzer hier gesehen? Ja, in der Nähe des unbekannten Markers fährt der Krombel rum. Ja, so verstanden. Der falsche Spot. Markierung ist grob und nicht akkurat. Wir haben feindliche Infanterie östlich Hotel Switzerland auf Marker. Squad Stärke. Point of Interest 70, haben wir einige Gegner, vorsichtig. Nochmal, wir haben östlich Hotel Switzerland, Infanterie. Ja, verstanden, danke, da können die im Moment nichts machen.
hast du was gesagt? Alles klar. Die Tech-Markierung ist akkurat, Motor zerstört. Okay, er hat den Motor repariert, Entschuldigung. MSP wurde markiert, Mission L991, ungefähr. Das MSP südlich Hotel Switzerland, bitte verschieben. Könnte gut aufgeklärt worden sein durch Infanterie. Sechs, Achtung, neben euch bei den Häusern Gegner. Wir hätten gerne Artillerie. Ich würde Artillerie auf Position L967 anfragen. L967. Vermute da in der Nähe Spawnpunkt und da kommen auch die ganzen Infanteristen. Hält uns da sehr. Tiger wurde zerstört durch feindliche Infanterie im Nahbereich auf Infanteriemarker westlich Hotel Switzerland. Deswegen MSP nicht in die Richtung ausrichten. Zieht euch da weg, da ist überall Infanterie. Artillerie lädt noch nach. Wie lange? 36. Alter, hier geht's doch so viel ab an der Front. Artillerie und alles andere wäre bereit. Artillerie, bitte ausschießen! Artillerie ist unterwegs. Was geht? Schau 3, ihr könntet ein bisschen nah sein. Sunny! Ja, ich wurde hier gerade schossen. MSP hinter der Scheune wurde zerstört. Überlebt.
müssen auch mal kurz Artillerie auf uns kriegen. Schirm ist an der Scheune, bei Position L967. MSP wurde zerstört. Ja, Sherman oder Firefly Panzer südöstlich der Position von dem Objective. Klangkontrast K10. Ja, ja. Scheune soll leer sein. Wir haben es geschafft, Jungs. Der Punkt ist neutral. Noch haben wir es nicht geschafft. Wenn du dir verbunden, wenn du mich auf Steam adden könntest oder so, dann könnte man da nochmal in Kontakt treten. Genau so heiße ich. Er ist der mit dem Burgerbild. Wir Captain zurück. GG, Leute. GG. 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 GG.